Hallo und herzlich willkommen in Offenhausen. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche hat mich ins Grübeln gebracht. Er heißt: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn man in die Nachrichten schaut oder auch nur Zeitung liest und sich ein bisschen in der Welt umguckt, dann könnte man leicht den Mut verlieren. Es fehlt an allen Ecken und Enden, an Fachkräften, an gutem Willen, und manchmal leiden wir unter der Bürokratie, die sich in den letzten Jahrzehnten in unserem Land aufgebaut hat. Aber wir sollen uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern Gutes entgegensetzen. Nicht zu den gleichen Mitteln greifen, sondern etwas Gutes entgegensetzen. Und bei längerer Überlegung kam mir ein Lied in den Sinn, und zwar Imagine von John Lennon. Es ist eine Stärke von uns Menschen, dass wir Gedanken haben und dass wir Ideen haben, und es hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wenn ich mir etwas vorstellen kann, dann kann ich es auch bauen oder umsetzen. Und das funktioniert nicht nur in der Wissenschaft oder in der Forschung, und das geht nicht nur um irgendwelche elektronischen Wunderwerke, sondern das geht auch zum Beispiel mit Gerechtigkeit. Und dieses Lied, das ist einfach ganz wunderbar. Es heißt: Stell dir doch einfach einmal vor, imagine, stell dir vor, es gäbe eine Welt ohne Kriege, ohne Gewalt, weil es nämlich nichts gibt, worum es sich zu streiten lohnt. Es gibt keinen Grund für Gier und keinen für Hunger. Es gäbe eine Gemeinschaft von allen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Es wäre eine Welt voller Liebe. Es gäbe einen allumfassenden Himmel, der niemanden ausgrenzt, und keine Hölle unter uns. Auch keine Hölle, die wir uns gegenseitig machen. Stell dir einfach mal vor. Und es kann sein, dass du denkst, ich wäre ein Träumer. Aber ich bin nicht der Einzige, der das träumt. Und vielleicht gehörst du irgendwann auch dazu und teilst diese Gedanken und diese Wünsche. Stell es dir einfach mal vor. Es ist ganz leicht, wenn du es versuchst. Und wenn ich es mir vorstellen kann, dann kann ich es auch machen. Da wohnt ein Seelentiefe.
seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin. Pfarrer in Offenhausen.